Clemens, herzlich willkommen in meinem Painting-Bereich. Und zwar wollte ich heute einfach mal zeigen, wie mein Bereich jetzt inzwischen aussieht. Also ich habe hier meine Stauräume, da die Sachen, um Stifte selber herzustellen. Und da Bastel, Malzeug, mein Lichtpad und so weiter, meine Klebepistole. Hier habe ich meine Fensterbank mit Duftkerze naturellement. Hier mein Diamond Painting und hier mein Kamerastativ. Ich wurde öfter gefragt, wie ich das mit der Kameraführung mache, wie ich das von oben mache. Ich habe hier von Action ein Schraubstativ an meine Fensterbank angebracht, weil von da aus die bessere Sicht ist. Also ich kann das biegen, wie ich möchte. Je nachdem, wie die Bilder liegen oder wie ich gerade filmen möchte, kann man hier alles verbiegen. Dann habe ich hier meinen Schreibtisch, wo ich gerade schon dabei bin zu painten. Hier habe ich so ein Teil genommen, was man normalerweise an die Türen hängen kann. Hier ist der Bügel, der klemmt fest zwischen den Schreibtischdingen. Da habe ich meine ganzen Lager, also meine ganzen Bötchen, meine ganzen Stifte. Hier ein Zipbeutel für die Steine, die hier übrig bleiben. Anspitzer für meine Wachsstifte. Hier für diesen Wachsstift. Dann Lineale. Mein Crusher, meine Wachsdinger, Scheren in verschiedenen Konstellationen, mein Schneidemesser, meine Stifte, mein Reiniger für die Steinchen. Ich habe hier alles zum Zugreifen. Also es ist sehr, sehr praktisch. Ich habe es schon jahrelang in meiner Kiste gehabt und nie benutzt. Und die Idee ist einfach super. Ich kann einfach zugreifen, wenn ich was brauche. Ja, dann habe ich hier mein Acryllack von Action, was ich immer benutze, habe ich immer was in Reserve. Dann habe ich hier ein paar Sticker zum selber Painten noch übrig. Kleinigkeiten hier, die Handyhülle, die ich bestücken wollte. Bis jetzt hat es nicht so funktioniert, wie ich wollte. Dann habe ich hier meine Diamond Painting Tasse. Dann habe ich hier noch Bilder und leere Kartons von Paintings. Hier, das nutze ich, wenn ich ein ganz großes Bild habe, um die Steinchen da rein zu sortieren und einfach nur die Steinchen immer aus der Schublade zu holen. Bei Bildern bis zu 40 Farben ist das super. Hier habe ich immer so Kleinzeugs. Ich bin ja gerade erst umgezogen und von daher ist da jetzt nicht so viel drin. Dann habe ich hier noch ein paar Bilder. Und ja, das ist mein Arbeitsplatz. Hier ist mein Laptop, der steht aber, wenn ich kleinere Bilder habe, normalerweise hier. Den lasse ich jetzt aber hier stehen, weil heute der Livestream ist. Also Samstag haben wir jetzt gerade. Wir haben jetzt 15:13 Uhr und um 19 Uhr ist der Livestream. Hier sind meine Reststeinchen drin. Da habe ich euch ja, zeige ich euch am Ende, was da alles drin ist. Also ich habe da meine Reststeinchen gut sortiert. Das heißt, ich habe hier runde Steinchen. Hier habe ich quadratische Steinchen an beiden Dingern. Hier habe ich AB-Steinchen, die schimmern. Und hier diese Crystal-Steinchen. Komplett. In allen Farben, Formen. Ja. Hebt euch die Steinchen immer gut auf. Packt sie in Tütchen, Zipptütchen und tut sie in so einen Koffer. Den gibt es für 3 Euro bei Teddy. Glaube ich, war das. Ja, bei Teddy, genau. Holt euch da so einen Koffer und lagert eure Steinchen. Das ist optimal, wenn ihr zum Beispiel was selber machen wollt oder euch mal Farben fehlen oder ein paar Steinchen fehlen. Da braucht ihr nur zugreifen quasi. Dann habt ihr euer eigenes Lager. Dann habe ich hier meine Staffeleien, die ich nutze, um kleine und große Bilder zu painten, wenn ich mal Rückenschmerzen habe. Einfach aufstellen und die sind verstellbar. 3-Stufen-System quasi. Ja, und das war's schon. Hier ist mein schöner Gartenstuhl. Einen Bürostuhl bekomme ich noch. Ja, das ist so meine Diamond Painting-Ecke. Dann habe ich hier noch Bilder, die ich fertig mache. Dieses Bild habe ich heute im Livestream gemacht oder mache ich im Livestream mit euch. Mein Hochzeitsbild mache ich auch noch fertig, aber ohne Kameras. Dann habe ich noch jede Menge Bilder, die ich auch noch fertigstellen muss. Ja. Und was habe ich hier in der Kiste? Das wollte ich euch auch noch zeigen. So, meine Löffel mal zur Seite packen. Hier sind die ganzen Steinchen gut sortiert und verpackt in Zipbeutel. Ich zeige euch mal ein Beispiel. Hier habe ich das Vorschaubild, also den Index und die Steinchen. Das habe ich für jedes Bild, was ich besitze, hier eingeordnet. Also hier habe ich zum Beispiel für das Hochzeitsbild,
Dann habe ich für Postkarten. Also ich habe alles sortiert in eine schöne Kiste, die habe ich auch von Action. Und ja, da unten sind Laminierfolien, die ich noch brauchen könnte. Und das war's schon. Das ist mein Arbeitsplatz. In voller Länge, in voller Breite. Vielleicht habt ihr jetzt so ein paar Ideen gekriegt für euren Arbeitsplatz. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß weiterhin mit Diamond Painting. So, da war ich wieder fleißig. Zwei Stifte selbst gemacht. Und diesmal schön mit Glitzereffekt. Und dann noch ein Tipp von mir. Ich habe hier so ein Köfferchen. Ich weiß nicht, wo ich das habe. Ich glaube bei Teddy. Und da habe ich zum Beispiel meine runden Steinchen gelagert, meine AB-Steinchen. Also die Reststeinchen, die übrig bleiben von den Bildern. Meine eckigen Steinchen alle. Hier auch eckige. Hier Kristallsteinchen. Richtig schöne Lagerung von Reststeinchen. Und diese Steine könnt ihr entweder nutzen, wenn euch bei einem Bild mal eine Farbe fehlt. Dann könnt ihr nachgucken, habe ich die vielleicht noch auf Lager. Oder aber, um selber Sachen zu machen, wie zum Beispiel Handyhüllen, Sock-Poppets oder wie die heißen für das Handy, also diese Dinger, die hinten dran sind. Sock-Pop-Ups oder ich weiß nicht, wie die heißen. Die könnt ihr schmücken mit Reststeinchen und das werde ich auch die Tage mal mit euch machen. Ich habe, glaube ich, noch zwei, drei Stück für dieses Handy da. Und davon werde ich dann auch einen verlosen. Genau wie hier diese Stifte, die ich selber mache. Die werde ich die Tage nochmal machen mit euch und euch zeigen, wie ihr diesen schönen Glitzer dran kriegt, ohne dass er abblättert. Macht euch in der nächsten Woche auf viele Tipps und Tricks gefasst und ich freue mich auf euch, auf die nächsten Videos. Hallo ihr Lieben, ich wollte euch nur einmal hier präsentieren, was der Unterschied zwischen normalen Steinchen und AB-Steinchen ist. So, dann zeige ich euch mal normale Steinchen. Das sind diese hier. Die haben ja schon einen Glanz an sich. Aber guckt euch mal diese hier an. Die haben einen Schimmereffekt vom Feinsten. Also nicht zu übertreffen. Seht ihr diesen Schimmereffekt? Das ist der Hammer, oder? Hier auch. Ich habe hier ein Bild mit ganz vielen Farben und dazwischen diese AB-Steinchen. Wenn dieses Bild fertig ist, ich bin so gespannt, wenn das Bild fertig ist, dann stechen diese Steinchen hier hervor. Und das werde ich euch dann präsentieren, sobald ich hier das Bild gemacht habe. So. Und dann die Frage, was ist das für ein Ding, was auf meinen Bildern immer drauf liegt? Ich kann euch das ganz leicht erklären. Und zwar habt ihr bei manchen Bildern so eine Plastikfolie. Und die schnellt immer zurück. Wie ihr sehen könnt. So. Jetzt habe ich aber dieses Tierchen, das so ein bisschen glibberig ist, das lege ich drauf und das klebt dann quasi die Folie an einer Stelle fest. Also das hält die Folie fest. Jetzt könnt ihr fröhlich loslegen. Also wer so ein Squishy zu Hause liegen hat, was unten so ein bisschen flach ist, einfach als Folienhalter nutzen. Easy.
Oh,